Wer schon eine gewisse Zeit lang Destiny spielt, wird bestimmt ab und zu schon über so ein Ding hier gestolpert sein. Exotische Ausrüstung bekommt man inzwischen eigentlich ziemlich einfach und kann man sich auch gezielt besorgen, aber man denkt sich bestimmt irgendwann, welches brauche ich jetzt wirklich und welches eigentlich nicht. Ich werde jetzt eine Videoreihe anfangen, erst mit dem Hunter, dann mit dem Warlock und dann mit dem Titan, welches Exo so gesehen wirklich ein Must-Have sind. Natürlich gibt es für gewisse Builds auch noch gewisse Exos, die man benutzen kann, aber ich fokussiere mich jetzt hier auf die Exos, die man eigentlich immer und überall und fast mit jeder Klasse benutzen kann und die natürlich auch noch gut sind, vor allen Dingen, wenn man Raids spielt oder Dungeons, für Damage-Buffs oder halt Gruppensupport. Zu Beginn gibt es jetzt ganz kurz nochmal eine kleine Zusammenfassung, wie man die Exos bekommt, teilweise auch gezielt bekommt. Und dann stelle ich auch schon ganz schnell die Exos vor. Ich habe auch schon mal ein komplettes Video dazu gemacht. Link ist oben in der Infobox oder halt auch unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt und mich auch noch weiter supporten wollt, könnt ihr sehr gerne ein Abo dalassen und das Video liken. Ihr könnt auch sehr gerne für den Algorithmus das Video kommentieren. Und außerdem nicht nur für den Algorithmus, denn ich interessiere mich auch sehr für eure Meinung. Schreibt mir gerne also rein, wie ihr so die gewissen Sachen findet, die ich erwähne, wie ich sie mache oder ob ihr irgendwas anders machen würdet. Außerdem bin ich hin und wieder mal live auf Twitch. Ihr könnt sehr gerne mal ein Follow da lassen und dann mal reinschauen. Und ich habe sogar einen Community-Discord offen, wo ihr sehr gerne nach anderen Hütern schauen könnt, wenn ihr gerade gewisse Aktivitäten machen wollt oder auch wenn ihr auf einer Clansuche seid. Fangen wir zunächst einmal an damit, wie man den Exos überhaupt bekommt. Ganz schnell und kurz zusammengefasst. Exotische Ausrüstung kann man an sich überall bekommen. Habt ihr eine gewisse exotische Ausrüstung schon mal erhalten, kann sie von jedem Gegner und auch bei Rang-Up-Belohnungen wie bei Zavala oder Lord Shax gedroppt werden. Chance ist natürlich etwas niedrig, aber dennoch kann es passieren. So, jetzt ist die Frage, wann, wie, wo bekomme ich denn gewisse Exos? Es gibt da so eine kleine Regel, die sich mit Beyond Light zusammengefasst hat. Und zwar können wir nämlich einmal exotische Engramme bei Xur oder auch im Season Pass enthalten. Und alles das, was ihr hier drin seht mit eurem Charakter, das wird auch so droppen. Selbst wenn ihr es vorher noch nicht hattet. Das sind Sachen, die einfach so droppen können, die auch aus den exotischen Sachen von den Season Passen oder die ihr auch von Rang-Ups bekommen könnt oder halt auch von Xur, wenn ihr euch dort ein exotisches Engramm besorgt. Ganz oben seht ihr hier kleine Icons, die zeigen halt die jeweilige Erweiterung oder halt auch die jeweilige Season an, wo dieses Exo erschienen ist. Alles, was hier angezeigt wird, droppt auch hier. Jetzt ist die Frage, wie bekommt man denn die anderen Exos, die da nicht drin sind? Und vor allen Dingen, woher weiß ich denn, wann ich wie welches Exo bekomme? Und dann kann man zum Beispiel in der Sammlung nachschauen, welches denn noch fehlt und welches man haben möchte. Geht ihr auf exotische Ausrüstung und auf euren Charakter, seht ihr eigentlich schon jede exotische Ausrüstung, die aktuell im Spiel ist. Wenn euch jetzt zum Beispiel beim Hunter Harnisch des Jagdfalken fehlt, überlegt ihr euch natürlich, wie bekommt ihr das? Um dieses Ding hier zu bekommen zum Beispiel, müsst ihr einen verlorenen Sektor machen. Das kann man auch ganz schnell sehen, wofür man verlorene Sektoren machen muss, indem man hier oben einfach auf der Map drauf geht und man geht mal hierhin bis zu Jenseits des Lichts. Alles danach, hier sieht man die einzelnen Icons, können so droppen. Alles, was nach Jenseits des Lichts gedroppt wird, muss in verlorenen Sektoren das erste Mal droppen. Dort bekommt ihr sehr oft am Ende eine exotische Ausrüstung, die ihr noch nicht besitzt und auch die neueren. Die verlorenen Sektoren funktionieren aktuell so, dass es tägliche Rotationen gibt, jetzt hier zum Beispiel auf dem Mond, und da steht drin, man muss das Solo abschließen, dann bekommen wir einen exotischen Brustschutz. Das ist selten. Man kann es auf 1580 spielen oder auf 1610. Ich würde aber empfehlen, es einfach auf 1580 durchzuspielen, das geht schneller und die Chance ist auf 1610 nicht wirklich höher. So, soweit, so gut. Das sind so die Grundsachen. Wie gesagt, so kann man nochmal sehen, welches Exo wann wie droppt und wie man es bekommt. Aber jetzt gehen wir schon mal zu den ersten Exo. Das erste Exo sind die Sternverschlingerschuppen beim Hunter. Dieses Exo sorgt dafür, dass wenn unsere Super schon voll aufgefüllt ist und wir trotzdem noch weitere 4 Sphären aufsammeln, unsere Super so gesehen überladen wird und fast den doppelten Schaden macht. Noch dazu bekommen wir, sobald wir die Super schmeißen,
Ein Überschild. Dieses Exo ist für den Hunter, besonders beim Arkusbaum, mit der neuen Super der Sturmsammlung echt perfekt, da dieses man einfach nur schmeißen muss und man währenddessen, während dieses Ding tickt, weiter Damage machen kann auf die Gegner. Natürlich funktioniert das auch zum Beispiel mit dem Klingenfeuer vom Revolverhelden oder auch mit dem Doppelpfeil, dem Möbius-Köcher vom Nachtpirscher, aber auch zum Beispiel mit der Golden Gun, die man dann dreimal abschießt oder halt sechsmal. Dieses Exo ist für mich halt einfach ein Must-Have, weil man damit halt einen super Damage-Output hat, vor allen Dingen, wenn jetzt wichtige Bossphasen sind, wo viel Damage kommen muss. Die Sternverschlingerschuppen ist ein Exo zum Beispiel, was man nur in verlorenen Sektoren solo bekommt, da dies ein Exo nach Beyond Light ist. Kommen wir jetzt zum nächsten Exo. Das ist ein Klassiker, noch aus Jahr 1. Dieses Exo kann eigentlich überall droppen, also sollte es eigentlich fast jeder haben, der Hunter spielt. Und zwar Orpheus Rig. Hier haben wir den Vorteil, dass wir beim Dreifachfall des leeren Hunters 3 Schüsse anstatt nur 2 bekommen und der andere Pfeil länger hält und je nachdem, wie viele Gegner angebunden werden, wir Fähigkeitsenergie zurückbekommen. Auch ein absoluter Klassiker wird sehr gerne mitgenommen. Der Pfeil an sich hält auch länger und ist einfach auch ein super Support. Je nachdem, ob man jetzt den längeren Pfeil benutzt oder halt den Dreifachpfeil für etwas mehr Damage. Das hier ist halt auch ein klassisches Ding aus Jahr 1, das sollte überall droppen. Dann kommen wir zum nächsten Exo für den Hunter, und zwar nämlich dem Brustschutz Omnioculus. Leichter Zungenbrecher. Dieses Exo ist ein Exo, was auch nur in legendären verlorenen Sektoren geholt werden kann und sorgt dafür, dass wir eine zweite Rauchgranate für den leeren Hunter bekommen und wir Schadensresistenz bekommen, wenn wir durch die Rauchgranate unsichtbar werden. Hier ist halt noch der Vorteil, machen wir nicht nur uns unsichtbar, sondern auch einen Verbündeten, bekommen wir Nahkampfenergie zurück. Je nachdem, in was für ein Trupp wir sind, bekommt unser Verbündeter nicht nur auch eine Schadensresistenz und wird unsichtbar, sondern wir bekommen direkt auch Fähigkeitsenergie zurück und können fast die ganze Zeit unsere Teamkameraden unsichtbar machen. Mal davon abgesehen, dass wir durch die 2 Rauchbomben unsere Gegner die ganze Zeit debuffen können. Fürs Endgame ist dieses Ding auf jeden Fall zu empfehlen und war eine lange Zeit einfach auch ein Must-Have für Spitzenreiter oder allgemein Dämmerung. Dann kommen wir zum nächsten exotischen Oberkörper für den Hunter, Harnisch des Jagdfalken, der ja als letztes dazu kam für den Hunter, für den leeren Hunter. Das ist auch ein Exo, was nur in verlorenen Sektoren droppt. Solltet ihr das, wie gesagt, schon einmal in der Sammlung gehabt haben, kann es jederzeit überall droppen. Der Harnisch des Jagdfalken hat eine kleine Überarbeitung bekommen. Ich hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht, das eigentlich jetzt irgendwie nicht mehr ganz funktioniert, wie es einmal war. Jetzt ist es nämlich so, wenn wir aus der Unsichtbarkeit heraus anfangen zu schießen, bekommen wir 10 Sekunden lang flüchtige Geschosse. Wenn wir Gegner mit flüchtigen Geschossen anschießen, werden diese ja instabil. Und wenn wir das richtige Fragment dafür drin haben und wir töten ein instabiles Ziel, explodiert dieses. Das kann halt in vor allen Dingen Ad-Clear-Situationen richtig, richtig stark sein. Noch dazu, jedes Mal, wenn wir halt ein instabiles Ziel töten, wenn wir natürlich den richtigen Aspekt drin haben, werden wir wieder unsichtbar. Schießen aus der Unsichtbarkeit heraus, kriegen wieder flüchtige Geschosse, die Gegner werden instabil und so weiter. Das ist die ganze Zeit ein Kreislauf. Wenn wir aus der Unsichtbarkeit heraus Gegner finishen, bekommen wir eine Reserve über Schild und alle unsere Verbündeten in der Nähe auch unten an den Perks angezeigt. Benutzen wir jetzt unsere Klassenfähigkeit, bekommen wir direkt ein Überschild. Und das ist bei unseren Verbündeten, die das in der Nähe bekommen haben, genauso. Wenn die ihre Barrikade machen oder ihr Riff stellen, werden sie auch ein Überschild bekommen. Gepaart mit ein paar Mods, dass wenn man Gegner finisht, dass man dann schwere oder Spezialmunition bekommt, ist das echt ziemlich stark. An sich ist das nicht nur ein gutes Exo für bestimmte Builds oder für das eine Build für den Hunter, sondern wie gesagt ein richtig guter Ad-Clear und auch ein guter Gruppensupport, wenn man es richtig anstellt. Dann kommen wir zu einem nächsten Exo, was auch überall droppt und was ihr bestimmt auch schon in eurer Sammlung habt. Und zwar nämlich die Ionenhände. Dieses Exo hat jede Klasse und wenn ihr den mittleren Perk davon auswählt, habt ihr automatisch den Buff,
Wenn ihr Finisher bei Elite-Gegnern macht, bekommt ihr Spezialmunition. Und für den Einsatztrupp auch. Und wenn wir Finisher bei Bossen oder Minibossen machen, erzeugen wir schwere Munition. Das heißt, wenn wir jetzt gerade ein Bild spielen, wo wir jetzt nicht unbedingt zwingend ein Exo brauchen, sondern einfach jetzt vielleicht einfach nur Damage und man möchte gerade seine Gruppe gut supporten, zieht einer aus dem Trupp für einen Day One Raid zum Beispiel diese Handschuhe an und schaut, dass man Finisher die ganze Zeit macht, damit überall Päckchen rumliegen für alle Verbündeten, auch für einen selber. Dieses Ding ist wirklich ein Must-Have, wird nicht oft benutzt, aber es zu haben, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und kommen wir jetzt zum letzten Exo, was meiner Meinung nach auch ein ziemliches Must-Have ist, da man dieses Exo eigentlich mit fast jeder Subclass benutzen kann. Denn was wir hier einfach nur machen müssen, ist entweder einen Gegner finishen oder ihn halt mit dem Nahkampf killen. Mit der neuen Klasse Strang wird dieses Exo auch ganz bestimmt ziemlich interessant. Die Rede hiervon ist von der Assassinenkappe. Dieses Exo ist noch von Shadowkeep, sollte also überall droppen. Soweit ich weiß, bekommt man das Exo auch am Ende der Shadowkeep-Kampagne. Also was dieses Exo nochmal genau macht, wenn wir mit aufgeladenen Nahkampf Gegner töten, werden wir unsichtbar, egal auf welcher Klasse, und bekommen Gesundheit und Schilde zurück. Ist sehr strong, vor allen Dingen für Solo-Runs. Wenn man irgendwas solo laufen will, zieht man dieses Ding an und ist man irgendwie in Gefahr, finisht man die Gegner oder man tötet sie halt mit dem Nahkampf, wird unsichtbar und hat direkt Leben und Schild wieder. Und desto mächtiger der Gegner ist, desto länger hält die Unsichtbarkeit an und desto mehr Gesundheit und Schilde bekommen wir wieder. Das waren jetzt 5 Exos, die meiner Meinung nach jeder auf jeden Fall haben sollte, die ein absolutes Must-Have sind. Klar, der eine sagt natürlich, okay, ich spiele mit dem einen Exo irgendwie gar nicht, ich würde lieber ein anderes nehmen. Natürlich. Ich gehe eh davon aus, dass jemand, der jetzt zum Beispiel sehr viel Destiny spielt, höchstwahrscheinlich sowieso jedes Exo hat. Und selbst wenn nicht, ich habe euch ja nochmal kurz zusammengefasst, wie ihr die Exos bekommt, wie ihr nachschauen könnt, wie ihr das bestimmte Exo, was ihr haben wollt, seht, ob das so droppt bei Xur im Season Pass oder ob ihr dafür in einen Solo-Sektor müsst. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Das war's von mir aus jetzt wieder. Ich würde mich jetzt noch an den Warlock und den Titan begeben. Ich denke mal, wir wissen alle, welches Exo beim Titan auftauchen wird. Ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal und ciao, ciao.